Moin Leute, willkommen bei German Arsenal Playground und im heutigen Video schon wieder ein Unboxing. Eigentlich habe ich doch irgendwie gesagt, es gibt auch Reviews viele, ne? Aber es gibt auch Unboxings. Endlich mal wieder ein Boot. Und zwar das Pro Boot Blackjack 24. 24 ins Brushless RTR Katamaran. Viel Spaß. Ja, da kommen wir zur Blackjack, zum Unboxing. Warum die 24? Die 29 ist irgendwie verschwunden von den Seiten. Ich meine, man kriegt sie noch, aber irgendwie, glaube ich, ist die zugunsten von anderen Booten aus dem Programm genommen worden. Mag ich mich vielleicht täuschen, aber das kommt mir so vor. Deswegen, und ich wollte ja sowieso mal wieder Boote haben, um gegen Michi zu fahren. Und habe mich jetzt einfach mal für diese hier entschieden. Weil ich mich auch noch für diese hier entschieden habe. Dazu, als Teaser muss es reichen, dazu folgende Videos mehr. Die fand ich richtig geil, aber das hat jetzt hier nichts zu suchen. Ja, wir haben hier ein Brushless Boot der 24 Zoll Klasse, das sind 60 cm ungefähr. 2 bis 3S fähig, also eher wohl 3S, um richtig Speed zu haben. Ja, 2,4 GHz, Brushless ist klar, Dynamite Electronics, das ist ja das Label, der Electronic-Label von Sachen, die von Horizon Hobby verbaut werden. Da stehen sie auch. Wie häufen sich die Sachen bei mir von Horizon Hobby zurzeit? Das ist aber Zufall. ja, gut, Karton machen wir den mal auf. So. Gucken wir mal, was wir hier haben. So, hier haben wir erstmal die Funke. Und zwar heißt die, glaube ich, früher lag ja immer die DX2 allen Sachen bei. Jetzt liegt komischerweise, wie ich gemerkt habe, vielen Sachen eine, ja, ist Spektrum die Funke. Und zwar die STX2. Das ist die hier. Die hat aber auch die Throttle Limit Funktion. Das heißt, man kann hier Drosselungen machen. Moment mal, Leute. So. Das ist, finde ich ganz gut, gerade wenn man das Kindern in die Hand geben will. Mein Vater hat schon gesagt, ist das Boot schnell, darf ich es auffahren? Darfst du. Ja. Mal Throttle Dual Rate, Steering Dual Rate, Steering Trim, Throttle Trim und Reverse. Übersichtlich gemacht, muss ich sagen. Ja. 4 Batterien, das ist klar. Gott, oh Gott, ey. Wenn ihr wüsstet, ich muss erstmal eine Wagenladung Batterien kaufen, fällt mir gerade mal auf. Ja, so ansonsten, ja, muss man leider sagen, ist es halt RTR-Qualität, also ziemlich RTR-qualitätsmäßig. Jetzt wo Arma und sprich die Hobby-Sachen zu euch gehören, Horizon Hobby, könnt ihr auch die Taktik irgendwo beipacken. Die Taktik finde ich, muss ich sagen, wesentlich besser vom ganzen Feeling halt her. So, also nur mal so als Vorschlag halt, ne? Ja. Ja, jedenfalls großes Lenkrad, Kunststoff. Ist harter Kunststoff. Ja, ein bisschen lasch. Wie design wird, werde ich testen. An- und Ausschalter. Diese Funke funkt aber auf FHSS. So, da weiß Spektrum darauf hin, dass das hier, die Empfänger hier drinne, der heißt dann noch irgendwie SR210 oder so, bin ich mir nicht ganz sicher, ist nicht kompatibel zu dem DSM-Übertragungsprotokoll oder DSMR. Was ich euch mit gezeigt habe, was die DX5 Pro zum Beispiel kann. Das ist leider ein bisschen blöd, dass die Empfänger hier nicht da angenommen werden können. Aber ja, es geht ja auch um das Boot. Hier haben wir, liegt dem Boot ein Ständer bei. Ein Bootsständer. So, den holen wir doch mal raus hier. So. Der ist. Und ist der aus Lexan oder so? Ja, ist halt irgendwie ein Kunststoff. Den brauchen wir gleich, damit wir das Boot vernünftig sehen können. Pappe, Anleitung. Gucken wir mal rein. Reiße ich mal für euch hier auf. Ich spanne euch wieder auf die Folter, Leute, ne? Aber das gehört zum Unboxing nun mal dazu. Was man mal eben hier guckt. Es ist ja auch mein erstes Pro-Boot. So. Anleitung in verschiedenen Sprachen. Ja. Einlegen, Batterien und so weiter. Sachen, die man über das Boot wissen muss. Was ich bei Probo geil finde, ist, dass die Hüllen so geschraubt sind. Ne? Ja.
Das sind jetzt auch die englischen Sachen, die ich hier gerade habe. Hier die Tipps und Tricks für Boote, Fettungen wahrscheinlich, da SRX 200. Also habe ich total fast richtig geraten. Ne? Ja, gut, ich langweile euch nicht weiter damit. Dabei ist noch ein Bindplug und ein Antennenröhrchen. So. Das war das. Und jetzt haben wir hier drin noch das Boot. Und dann fliegt der Karton hier vom Tisch. Das Boot ist auch nochmal in einer Tüte drin. Ja, da doch schon einigermaßen gute Größe, muss ich sagen. So, können wir jetzt richtig gucken hier. Noch nicht so ganz. So, da haben wir das gute Stück. Ja, das Antennenröhrchen können wir gleich mal aufsetzen. Wo ist denn jetzt? Habe ich Antennenröhrchen gesagt? Ich sehe, ich da gerade. Fangt mal an, natürlich die ganzen deutschen und englischen Begriffe miteinander zu vermischen. Aber das ist ja wohl hier so gedacht. So. Wie ein gutes altes RC-Produkt sieht das jetzt aus. Ja, kann man nachher noch ein bisschen kürzen. Ja, das ist natürlich eine ABS-Hülle, glaube ich. Also eine Kunststoffhülle. Fühlt sich aber, ja, ist sehr hart stabil. Also da habe ich schon wabbelige Produkte in Hand gehabt. Ne? Also der ist die spontan wesentlich wabbeliger. Hier haben wir den Wasserauslass vom Kühlsystem. Ja, hier hinten haben wir, sehe ich gerade, eine kleine Schraube, die man rausdreht. Das ist cool. Und dann kann man das Boot entleeren. Oder, ach nee, gar nicht gedreht, das ist einfach nur reingesteckt. Hoffentlich verliert man den nicht während der Fahrt. Ja, hier kommt der Flexschaft raus mit dem Prop hinten drauf. Ja, die Aluminiumfinne, das ist ja auch alles Aluminium, der Anbau hier hinten, sehr gut. Hier seht ihr zum Beispiel, dort nehmen die Boote das Wasser auf. So, dann fließt es hier durch einen kleinen Kanal, kommt hier oben raus und geht dann ins Innere. Wo wir jetzt mal eben reingucken, dazu löst man bei der Blackjack hier diese Verschraubung. So, und dann geht die Hülle ab. Bei der großen Blackjack waren da, glaube ich, auch noch zwei, noch eine Hülle drunter. Ja, hier sieht man halt ja, eine Dichtung, die sich löst, die ich wieder angedrückt habe. Im Boot noch eine weitere Dichtung. Ja, und so sieht sie von innen aus. Man hat hier also auch Platz für sehr große Akkus. Oh, der Regler hat sich gelöst. Der kann wohl auch verschraubt werden, aber ist eigentlich geklebt. So, Connector EC3. Na gut, ich habe EC5, aber ja. Ist jetzt ja nicht so schlimm. Ja, hier thront der dicke, fette Wasserschlauch überall. Und ich habe euch mal diesen niedlichen kleinen, ich bin der Meinung, das ist 30 Ampere Regler von Dynamite. Dann haben wir hier einen 2000 kV Motor, der Dynamite 3900, 4 Pol. Ne? Ja. Und da geht der Wasser wieder raus. Ja, das Akkufach ist auf jeden Fall groß. Man kann hier ganz normale 2S reintun und auch ganz normale 3S. Hat ja auch eine gewisse Höhe hier. Gut, natürlich, die Höhe ist natürlich begrenzt durch das Dach hier. Aber wahrscheinlich werde ich mal wieder Probleme haben, Leute, wie ihr es wisst. Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ja, der Empfänger wird wahrscheinlich waterproof sein, sonst würde der ja hier nicht einfach so drin sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja, den Schalter hier an, aus. Gut, den Regler mal schön festkleben. Das ist das Innenleben. Das Servo ist das S603. Das ist, glaube ich, 9 Kilo Servo, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber das kann ich ja einfach so behaupten. Das muss ich natürlich erstmal irgendwie prüfen. Ja, das ist wirklich gar nicht so leicht, Infos darüber zu finden. Aber ich bin der Meinung, dass es wirklich 9 Kilo sind. Der steht nirgendwo im Karton und auch im Netz gibt es da nicht wirklich Infos zu. Vorne haben wir Styropor drin, was natürlich halt auch für Auftrieb sorgt, wenn das Ding mal irgendwie ansenken sollte. Ja, der Electronic Tray ist reingeklebt, wie man sehen kann. Ja, zu Booten gibt es ja immer nicht so viel zu sagen halt. Ne? Die lassen natürlich die Taten auf dem Wasser sprechen, wie krass sie jetzt sind, sag ich mal. Ja, so. Aber so ein Schraubmechanismus hier, das finde ich natürlich irgendwie wesentlich geiler. Als irgendwie so eine Klickmechanismen oder sowas oder mit einem Cargo-Splint. Ja. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Ja.
Das, ja, das war, soll das Unboxing auch schon gewesen sein von der Blackjack. Ja, das ist ein Katamaran. Ich wollte meinen Katamaran haben und fahren. Und mal gucken, wie die sich so macht. Dann, ja, ich danke euch dann fürs Zuschauen. Ihr müsst jetzt ein bisschen warten. Ich packe das nächste Boot für mich schon mal aus. Ich habe es euch ja schon gezeigt. Und ja, danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.